Hallo und willkommen im nächsten Level. Wir spielen Resident Evil 5 wieder mal, wie immer. Wie die letzten Male. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel schon, muss ich sagen. Es ist nicht Resident Evil 4, aber es ist zum Glück auch nicht Resident Evil 6. Es ist irgendwas dazwischen und passt schon. Krokodil. Ich kann mich auch an die Stelle noch gut erinnern. Eine super duper nervige Stelle, wenn ihr mich fragt. Ich hab's gehasst. Oh Mann. Ich freue mich jetzt schon drauf, dauernd zu sterben. Weil jetzt kommt... Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern, aber... Kommt nicht ständig dieses Krokodil und man muss ausweichen? Doch, doch, genau. Gleich muss man irgendwo auf einem Floß stehen und da muss man ständig diesem Krokodil ausweichen. Ich habe jetzt übrigens... Wir sind übrigens absolut bescheuert, muss ich euch sagen. Wir haben jetzt beide keine Pistole dabei, weil wir gesagt haben, Pistolen. Ich habe jetzt die Magnum dabei als Super Bosskiller, nur für den Fall, dass irgendwelche krassen Gegner kommen. Und das Maschinengewehr. Und das Maschinengewehr muss jetzt im Grunde meine Standardwaffe sein. Und die Merlin hat nur Scharfschützengewehr und das andere Ding, Schrotflinte. Sonst nix. Jetzt hoffe ich, dass das Spiel so nett, so fair und so klug ist. Oh, du blöder Bogenschütze-Sprengarsch. Wie oft mich der jetzt schon getroffen hat da oben. Haust du ab. Ist schon Matschepatsche. Was wollte ich sagen? Genau, wir haben jetzt keine Pistole und ich hoffe, das Spiel ist jetzt so nett zu erkennen, dass wir keine Pistole haben. Und deswegen gibt es uns hoffentlich keine Pistolen-Manifestationen. Das wäre nett. Ach, was für ein Arsch. Macht ihr hier einfach das Tor hoch. Ah, gut. Auf den wollte ich auch gerade schießen. Mach doch einen Stampfer, was ist denn los? So, jetzt. Oh oh, Mann gegen Mann. Bäm. Gold. Ah, die Musik hört auf. Cool. Ich glaube, du musst jetzt nämlich eh nachkommen, weil hier ist, glaube ich, verschlossen. Genau, der einzige Weg, den wir haben. Ich gehe jetzt nochmal da hinten hin, nur um zu gucken. Nur um sicher zu sein. Ah, okay. Ich muss jetzt hier auf das Floß und dann kommt ständig ein Krokodil und will mich fressen und ich muss Quicktime-Eventen eigentlich hauptsächlich. Und du musst irgendwo eine Kurbel betätigen. Die müsste gleich da vorne irgendwo sein. Da musst du rüber und dann runter die Treppe und dann... Nein, da hinten steht noch ein Topfen ungelootet, da habe ich bei dir gerade gesehen. Nee, ist egal jetzt. Wir können nicht alles looten. Da ist jetzt die rote Kurbel da hinten. Siehst du die? Genau, die musst du kurbeln. Und ich gehe aufs Boot. Kontrollpunkt. Na, wenigstens. Das ist nett. Wenn ich wenigstens jetzt schon wüsste, was ich drücken müsste. Wenn man das vorher schon wüsste, dann wären Quicktime-Events gar nicht so schlimm. Aha. Blödes Krokodil. Hau doch ab. Du hattest gerade einen ganzen Leichnam. Ich habe es genau gesehen, den ganzen Menschen. Wie viel kannst du denn essen? Na, vielleicht sind da mehrere Krokodile. Die sind Rudeltiere. Nicht wirklich, aber die liegen doch immer zu mehrt in ihren Pfützen. Gruppentiere. Hallo. Platsch. Hey, ich bin der Road Warrior. Mit mir kannst du sowas nicht machen. Uah. Bam. Oh, komm schon, schnell zur Leiter. Ich mag nicht mehr. Aber man muss sehen, ich muss immer L und R drücken. Okay, ich bin oben. Ich lasse die Zugbrücke runter. Und dann haben wir es geschafft. Und damit meine ich, jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Crew aus dem Loch. Nee, doch nicht. Okay. Oh, ein winziges kleines Stöckchen. Das hätten wir von einer Seite unmöglich aufschießen können, diese Strohtür. Dieses Strohtor, das mit einem kleinen Stock verbarrikadiert ist. Wäre unmöglich gegangen. Na gut. Aber so ist es halt. Videospiel-Logic. Schau, da drüben die beiden Vasen. Ich schieße die mal kaputt und hoffe, es ist nichts drin. Es ist nichts drin. Yes! Okay, dann können wir weitergehen. Puh, das war knapp. Stellt euch vor, da wäre Munition gewesen.
dann hätten wir hinschauen müssen. Aber so können wir guten Gewissens, so einfach weitergehen. Oh, hohes Gras. Ich glaube, ich verstecke mich. Umbrella. Ach so, Tricell. Fund the BSAA. What the hell are they doing here? Tricell verkauft also Biowaffen und gleichzeitig unterstützen sie den Kampf gegen Biowaffen. Ja, macht absolut Sinn. Die verkaufen natürlich. Nee, das macht nicht wirklich Sinn in dem Sinn, in dem Fall. Doch, das macht Sinn. Oder? Macht es Sinn? Die verkaufen Biowaffen an Terroristen und unterstützen eine Organisation, die terroristische Bioattacken abwendet, damit die Terroristen bessere und mehr Biowaffen brauchen. Ja, okay, vielleicht macht es Sinn. Ich glaube, hier im Gebüsch sind lauter Schlangen, aber auch lauter Goldbüschel. Irgendwie. Deswegen macht es Sinn, nachzugucken. Zwei Fässer! Kaputt. Hey, hier ist Gewehrmunition. Ich nehme sie dir mit. Perfekt, dann tauschen wir. Ach so, dann gebe ich dir einfach nur meins. So, nochmal nachladen. Und weiter geht's. Wir finden, glaube ich, wirklich keine Pistolenmunition. Außenmatsch in die Fabrikanlage. Ja. And Irving's not getting away this time. No, this time we kick his ass. Come on, hurry! Ah, warte mal. Roger. Come on. Abbrechen. Ich habe gerade was entdeckt. Genau, da funkelt was. Ein Edelstein in der Wand. Yeah. Okay, jetzt aber. Chubba. Roger. Ich verstehe mal Chubba. Chubba the Hutt. Wäre es ein besseres Spiel, wenn Chris Redfield im Mad Max Outfit mit Chubba the Hutt unterwegs wäre? Vielleicht. Vielleicht. Han Matuki. Ich springe! Willst du wieder hier bleiben und snipen? Yeah. So, ziemlich cool. Stampfattacke! Ha! Damit hast du nicht gerechnet. Oh, er steht wieder auf. Und eine Hacke! Und eine... Ah, nichts mehr. Zu Staubverblubberungsattacke. Zu Staubverblubberungsattacke! Oh oh, Bogenschützi, hörst du auf. Und da explodiert er. Echt, was schon? Yeah, wir sind super effektiv anscheinend. Aber die Musik ist vorbei, es scheint vorbei zu sein. Ich kurbel hier mal, was auch immer dann geschieht. Wahrscheinlich schalte ich irgendwo die Feuerbarrikaden aus. Ja, ah, und da haben sich noch zwei versteckt. Nein, drei. Wahrscheinlich kommen jetzt hinter dem Container ungefähr 50 Gegner raus, nach und nach. Oh, oh, der wirft Dynamit. Oh, und der wirft Pfeile mit seiner Pfeilwurfmaschine. Was für ein Arsch. Dafür kriegt er Kugeln aus meiner Kugelwurfmaschine. Ha, Kugelwurfmaschine schlägt Bleiwurfmaschine. Zylindrische Kugeln sind es im Grunde sogar. Haha, ich bin da gar nicht mehr oben. Ella Bitch. Jetzt kommst du dir wahrscheinlich ziemlich doof vor. So doof, dass er runterfällt. Und von mir einen Arschtritt kriegt. Das war doch nur eine Rückenmassage. Ich dachte, du wärst verspannt. Oh, jetzt ist er so entspannt, dass er flüssig wird. Ah, schön. Oh, das ist gut. Mach das. Ich glaube, das müssen wir machen. Ich weiß nicht genau. Ah, ich verstehe was. Okay, mach weitermachen. Ja, weitermachen. Ja. Benutzen. Ich warte schon mal hier. Außer wir müssen noch darüber wahrscheinlich, genau. Oh oh, Kettensägenkerl. Dum 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 dum. Kettensägenkerl. Dum 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 dum. So ist die Musik ungefähr gerade.
Kettensägenkerl jetzt kommt daher und wird uns alle zersägen, der Kettensägenkerl. Er ist genau auf deiner Plattform. Achtung! Lauf! Ah! Du hättest schießen müssen vielleicht. Mit der Schrotflinte. Ich glaube, mit der Schrotflinte ist ja gar nicht... Da kannst du ihn wahrscheinlich rumwerfen. Das ist ja gar nicht so schlimm. Also, ich hoffe... Oh, komm schon. Oh nein, müssen wir jetzt nochmal von vorn anfangen. Du Arschspiel, ohne Scheiß. Du Arschlochspiel. Was bist denn du für ein Arsch? Ey, jeden Popel speichert das Spiel sofort. Aber wehe, man hat hier irgendwie mal eine längere Passage, wo am Schluss von dieser längeren Passage auf einmal so ein Kerl daherkommt. Sterb, sofort sterben und Schluss. Will ich nichts mehr hören. Hab keinen Bock mehr. Jetzt machen wir das im Schnelldurchlauf. Geh weg, Saddam. Ich hab keine Zeit für dich. So, nächste Gegner. Alle herkommen jetzt, alle in einem Schwung. Jetzt versteckt euch nicht lang irgendwo. Jetzt spielen wir nicht lang rum. So, du auch noch. Ah, ich dachte, du bist tot. Ja, und jetzt ist er tot. Ah, Hilfe. Bam. Die Herren dürfte ich mal. Danke. Oh, Mann, ey. Wie viel seid ihr denn eigentlich? Nur noch zwei, glaube ich. Okay, komm schon, nachladen. Schnell. So. Jetzt aber, oder? Nein, der steht schon wieder auf. Was ist denn das für ein Stehaufmännchen? Aber jetzt fällt er. Er fällt. Oh, hinter mir. Es hat sich gerade einer materialisiert. Okay, aber auch der ist kaputt. Na also. Ups, da oben war noch ein Fass. Das lasse ich jetzt in dem Fall wirklich nicht stehen, weil Munition kann man immer brauchen. Au, du kleiner Arsch. Ah, okay. Wir haben es wieder. Na gut. Dann holen wir jetzt nochmal Kettensägen, Kerli. Diesmal behalten wir unsere Köpfe. Kann er machen, was er will. Okay, aber du bist eigentlich mit deiner Schrotflinte prädestiniert dafür, gegen den zu kämpfen. Aber gut, du kannst auch snipen von da oben. Das ist okay. Dann versuche ich den mit meinem Maschinengewehr in Schach zu halten. Nee, warte mal. Ich habe doch die Magnum dabei. Bin ich doof. Na dann bin ich im Grunde prädestiniert für den. Dann soll er kommen. Ja, da kannst du schon sägen. Behältst du den im Auge, dann kurbel ich nämlich mal so lange, bis er kommt. Der muss jetzt wahrscheinlich eh einen Umweg gehen, bis der zu mir kann, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas gemacht. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich der nächste Kettensägenkerl. Der kommt jetzt wahrscheinlich hier hoch, oder? Ja klar, du kannst mitschießen auf jeden Fall. Also wirklich, na also, ey. Die Magnum macht so viel Schaden und der überlebt einfach ein paar Kopfschüsse mit dem Ding. Unverschämt, aber kaputt und gespeichert hat er auch. Wunderbar. Ja, das wäre cool, weil ich muss dir Gepäck geben. Ach so, verdammt. Ich glaube, du kommst nicht zu mir. Ich könnte mich heilen. Okay, heile ich mich. Warte mal, ich muss kurz hier so, zack, nein, hier benutzen, genau. Weil die Mine hier will ich mitnehmen. Einfach nur, damit wir die mitnehmen. Weil ich nichts liegen lassen kann. So, wir müssen noch ein Feuerrad drehen. Ich weiß auch schon, wo das ist. Da drüben. Ich gehe einfach hin. Du kannst schon mal beim Feuer warten. Klack. So, komm her, Seilbahn. Oh, da steht ein Fass. Ich sehe es. Ich bin fassungslos. Da kannst du vielleicht noch schnell hingehen. Ja, okay. Ich gehe schon mal ans Rad und kurbel ganz langsam.
So, noch eine Umdrehung. Ah, ich kann nicht mehr. Na gut, einmal noch. Komm her. Weiter geht's nicht mehr. Na gut, komm, machen wir wirklich. So. Okay. Puh, das Feuer ist gelöscht. Ja, anscheinend, da kommt gar nichts mehr. Wie komme ich jetzt hier von der Plattform runter? Ah. Oh oh, ich hätte das Stöckchen lieber nicht bewegen sollen. Das war das Lieblingsstöckchen von unserem Kettensägenkerl. Ja, genau. Du hast mein Stöckchen genommen. Dafür sollst du deinen Kopf verlieren. Jetzt nehme ich deinen Kopf. Und ich sage, nein, nimm das. Und behalt meinen Kopf. Warte mal, hä? Ja, jetzt ist aber mal Sterbenszeit. Du kannst ja nicht... Guck dir mal an, ein ganzes Magnum-Magazin und Scharfschützenmunition. Was, also... Hallo, der Herr. Unverschämtheit. So. Oh, da fallen die Armbrustschützen vom Himmel. Ich glaube, es gibt schlechtes Wetter. Wenn die Armbrustschützen tief fliegen, dann... Ist kein gutes Zeichen. Oh, oh. Hier geblieben. Wo willst du denn hin? Bäm. Hey. Wer schießt denn hier schon wieder seine Brandbolzen? Machst du das? Schießt du da auf Brandbolzen? Nee, du schießt mit Dynamitbolzen. Auch nicht sehr nett. Ups. Oh nein, der ist explodiert direkt vor mir. Aber hinter dir liegt Schrotflintenmunition. Ah, Pistolenmunition. Bäh. Ich hasse Pistolenmunition. Ach, unsere Waschmaschine. Ich dachte gerade, was macht denn hier so komische, laute Geräusche im Hintergrund? Ist nur unsere Waschmaschine. So, immer dieser Austausch. Okay, mach das. Ich lade nach. Yeah! Geheilt. Naja, ich habe auch keine Pistole mehr, aber ich nehme es mit, weil können wir bunkern. Ne, ich habe auch noch zwei. Come on! Dem Chris geht's immer nicht schnell genug. Albert Wesker und William Birkin saßen unterm Baum und küssten sich, man glaubt es kaum. Unheimliche Musik. Was wird wohl passieren? Ich tippe auf eine neue Kampfarena. Josh? Shiva? You're alive. Are you okay? What? How did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? There is no rest of the team. Shit! We ate it. It was delicious. I mean, we are no match for them! I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. Sorry. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving. A guy like this has friends? Can't believe it. Let's save the chit-chat for later. Als hätten wir nicht schon 568.000 von denen ohne Probleme erschossen. Oh, und schon bin ich tot. Ah, was ist denn hier? 100 Gegner auf einen Pulk. Yeah. Oh, ich habe Schrotflintenmunition genommen. Warte. So, bitteschön.
Okay. Der kommt klar. Also ich kann ja verstehen, dass so ein Aufzug rufen eine echte Herausforderung ist, aber wenn ein Kerl mit einer Schaufel direkt vor mir steht, dann könntest du kurz mal schießen. Kurz mal nebenbei schießen. Was tippst du denn da überhaupt? Du drückst ja die ganze Zeit nur die Leertaste. So kann es ja nichts werden. Drück doch mal andere Tasten, nicht immer nur leer. Mensch. Stampfi! Komm her. Hopp. Ich hab nachher Munition für dich, aber... Ein Dicker! Aber die sind nur so semi-dick, die sind halb so schlimm. Ist das der gleiche? Ist der ganz komisch geglitscht gerade, oder? Schön durchs Fenster rausgeschossen. Oh Gott! Und auf einmal ist hinter uns eine Riesenparty. Quick to the elevator! Aber wir müssen vorher noch alle kaputt schießen. Na gut, okay, ich komme. Meine Munition ist alle. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den mit dem Wurm im Kopf mitgenommen haben. Nee, scheinbar nicht. Jojo, ich move ja schon. Jetzt mal immer mit der Ruhe. Der macht hier einen Terror. Wegen nix und wieder nix. Ich habe zwar keine Munition mehr, aber ich kann dir Munition geben. Bitteschön. So. Den Rest mache ich mit dem Messer. Und mit den Fäusten. Ah, und schon habe ich wieder Munition. Na, guck. So. Ich glaube, sie kommen gleich von oben. Durchs Fenster. Bam. Dem haben wir es ganz schön gezeigt. Das war ziemlich lustig. Was ist mit Minen und Maschinengewehr? Ah, okay, cool. Cool. So, und jetzt, was machen wir jetzt hier? Jetzt stehen wir hier. Ah, hier kann man runter. Okay. Ich glaube nämlich, gegenüber liegt auch noch Missionen-Polition. Muss mal schauen. Ja, genau, habe ich richtig gesehen. Gut. Synchron runterspringen. Naja, es gibt eine 7 von mir auf der Synchron runterspringen Skala von 1 bis 7. Ach, musst du schon wieder. Wie kompliziert kann denn so eine Tür hier sein? Ich glaube, du musst da auf aufklicken. Steht irgendwo auf oder unlock? Klick da mal drauf, bitte. Kettensägen, Kerl! Ja, ja, wir engagen schon. So, warte mal, wenn mich nicht alles täuscht, müssen die hier erstmal hochkommen. Und da ist ihr Schwachpunkt. Weil ich werde sie alle gleich wieder runterschießen. Oh Gott, der kann springen! Lauf! Meine Shotgun ist leer. Jetzt müssen wir echt Shotgun. Alles auf den Kerl da schießen. Shotgun. Ich habe Brandgranaten geworfen. Wie blöd. Wir sind jetzt mitverbrannt, aber ich hatte Panik. Hauptsache der Kettensägenkerl ist tatsächlich tot. Wir holen uns noch seinen Schatz. Der Schatz des Kettensägenkerls. Ja, 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 ja. Immer mit der Ruhe. Wir haben das Schlimmste überstanden. Das bleibt mal cool. Ich glaube, wir müssen durch die Tür, die er gerade gehackt hat, hier. So, wir haben es geschafft. Das heißt, du stirbst jetzt wahrscheinlich irgendwie, weil wir wieder allein sein müssen. Von der Story her. Tut mir leid. Steht im Drehbuch. Es sieht aus, als ob Irving versucht, das Ort zu zerstören und seine Flucht zu machen. Du musst stoppen, bevor es zu spät ist. I'll try to find us a way out of here. All right.
We'll go after Irving. Good. Okay. Ach so, wir teilen uns auf. Okay. That is probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh, be careful. Der stirbt. Ich weiß es nicht mehr, aber ich traue mich wetten. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt die Folge hier an der Stelle beenden. Wie die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Durch welche Tür sind wir denn gekommen? Durch die da? Da muss ich hier mal öffnen. Geht nicht. Na gut, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr, vergesst bitte nicht, das Video zu liken. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der Hölle. Macht's gut, bis dann. Ciao.